Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus. Katzenviech, wach auf! Los, mach schon! Was zum Teufel ist denn los, Hasso? Oh Mann, mein Kopf! Komm endlich da raus, Mann! Ja, bitte nur nicht so laut. Ich komm ja schon. Sofern mein Kopf durch dieses Loch passt. Aua! Nun mach hin! Oh Mann, habe ich einen mächtigen Kater. Hör auf mit deinen Späßen! Es ist etwas passiert. Ich fühle mich elend. Hunde! Sag jetzt nichts Falsches, Freundchen. Hör mir einfach zu. Martin, er ist Mause. Ja, Martin ist eine Maus. Ja, Hasso, du hast recht. Ich bin ein Kater und du bist ein Hund. Ein kleines Detail in der natürlichen Nahrungskette, das ich... Martin ist mausetot. Martin, die Maus ist tot? Ja. Wo? Da, im Wohnzimmer. Oh. Was heißt hier? Oh! Martin ist mausetot. Er ist bei seinen Ahnen. Er gibt keinen Pieps mehr von sich. Er ist eine Ex-Maus. Ach so, bitte jetzt nicht wieder diesen Hundesketch aus dem Fernsehen. Das war kein Hund. Verdammt, Karl. Martin liegt tot auf dem Teppich im Wohnzimmer und du machst hier Witze. Du meinst das ernst, oder? Wir haben heute Morgen zusammen einen gehoben. Einen gehoben? Und danach weiß ich nichts mehr. Sieh dir die Sauerei doch mal an! Frauchen wird uns lynchen. Herrgott, wir sind im Arsch! Nun mal halblang. Gehen wir erst mal hin. Na, endlich wirst du vernünftig. Oh, Scheiße. In der Tat, Karl. Einen Riesenhaufen davon. Mehr als ich. Schau dir nur an, wie das hier aussieht, die leeren Schnapsflaschen, das zerstörte Inventar. Oh, das Bild von uns beiden liegt abgekaut auf dem Boden. Ja, verdammt. Und dazwischen liegt Martin. Ach ja, die Maus. Schrecklich. Sieh nur, wie er da liegt, alle Viere von sich gestreckt. Sein Fell ist ganz struppig von dem Whisky aus der Flasche neben ihm. Es ist so furchtbar. Möge er im Mäusehimmel immer seinen Käse finden. Amen. Hey, was ist los mit dir? Er war unser Kumpel, ein Freund. Wir waren unzertrennlich. Naja, du hast ihn nur nicht gefressen, aber ansonsten waren wir unzertrennlich. Und nun sieh dir das an. Was machen wir jetzt? Wir lassen alles so, wie es ist. Und schieben es auf die Maus. Was? Bist du irre? Frauchen glaubt uns das niemals. Und außerdem hat das Martin nicht verdient. Wir sind ihm was schuldig. Zumindest sollten wir in Erfahrung bringen, woran er nun genau gestorben ist. Was willst du? Na gut. Dann würde ich sagen, du sicherst die Spuren und ich autopsiere Martin. Du willst ihn aufschneiden? Ist das ein Deal? Haben wir nicht schon genug Probleme? Wie du schon sagtest. Wir sind es ihm schuldig. Und du teilst eh den Sinn für die Ästhetik unseres Frauchens. Vor allem in der Ordnung. Denk nur an die Ballnummer, die du jeden Tag mit ihr trainierst. Lass ja die Bälle aus dem Spiel. Dann sind wir uns einig. Du wirst Martin nicht aufschneiden. Wir sichern erstmal nur die Beweise. Da spricht ein wahrer Spürhund. Also gut, schlitzen wir ihn nicht auf. Aber die Leiche muss verschwinden, sonst kriegen wir richtig Ärger. Ärger? Wir? Du warst für die Maus zuständig. Ach,
Jetzt auf einmal? Was musste ich mir anhören, als ich mir für die große Jagd die Krallen lackiert habe? Das kannst du nicht machen. Er ist doch so zart. Ein Kleinod. Bla, bla. Halt die Klappe und fang endlich an, die Spuren zu sichern. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. So, fertig. Das war ein hartes Stück Arbeit. Die großen Gefrierbeutel sind jetzt auch alle. Aber wir haben alle Beweise der Tat gesichert. Ich weiß nicht. Bist du sicher, dass die vollen Vasen zusammen mit den Videokassetten in einem Beutel gehören? Da schwimmt doch da alles drin. Ach, pappalapapp. Die Spuren sind alle thematisch gesichert. Außerdem hätten die Beutel sonst nicht gereicht. Ah ja. Und nun? Nun, in Anbetracht der Beweise, ihrer Anordnung und der Stellung unseres armen Martins, habe ich bereits eine erste Theorie. Ach, da bin ich aber mal gespannt. Er wurde ermordet. Interessant, Sherlock Hasso. Wie kommen Sie denn zu dieser kühnen Schlussfolgerung? Nun, mein lieber Dr. Karl, in Tüte 1 haben wir die Zigarettenkippen, den Haufen ausgewirkten Fellknäuel und Frauchen Strickutensilien, dem strengen Geruch nach zu urteilen, mit Whisky durchtränkt. Korrekt. Notiere, Hund verliert Hirn. Was? Nichts. Bitte, fahren Sie fort. Ja, also, ich denke, es ist so abgelaufen. Heute Morgen war Martin oben auf dem Schrank und wollte mit dir spielen. Spielen nennst du das? Der war suizidgefährdet. Na los, Karl. Du fettes Vieh. Fang mich doch, wenn du kannst. Du bist ganz oben auf meiner Liste der dringlichsten Aufgaben, Martin. Nun schau sich einer dieses fette Vieh an. Das kommt von den vielen Mist aus Dosen, den ihr beide immer in euch reinstopft. Ach, und die angeknabberten Plastiktüten sind gesund, oder was? Du solltest außerdem nicht vergessen, dass die Dosen von deiner störenden Anwesenheit ablenken und dir einen weiteren Tag deines Lebens schenken, Kumpel. Oh, ich zittere. Du kriegst doch deinen Arsch nicht mal alleine nach oben, ohne dass Hasso dich am Schwanz hochzieht. Ich warne dich, Freundchen. Dose oder Nicht-Dose ist hier keine Frage mehr. Noch ein Spruch von dir und ich präsentiere dich, Frauchen, als durchgekaute Trophäe auf dem Sofatisch. Du bist langweilig, Karl. Okay, du hast es so gewollt. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich bei dir. Okay, ich mach so lange ein Nickerchen. Gleich habe ich dich. Kippen gefällig? Was zum... Das ist ja widerlich. Asche und alte Stummel auf meinem Fell. Mir wird schlecht. Na warte, du Mistviech. Pass auf, das Strickzeug von deinem Frauchen. Was? Oh nein! Oh Mann, kann man nicht mal in Ruhe schlafen, ohne dass ihr wieder irgendwelchen Mist macht? Martin, wie oft habe ich dir gesagt, Finger weg von Frauchens Tüten. Und Karl, komm da runter von der Schranktür. Da sind die harten Sachen von Frauchen drin. Die ist bestimmt nicht begeistert, wenn du... Aua! ...alles kaputt machst. Hey, das war nicht meine Schuld. Dieses dämliche Mauseviech hat mich provoziert. Ah, na wunderbar. Holla die Waldfee. Ein echter Single Malt Whisky? Oh, lecker. Was? Und wie der duftet. Wie Mandelöl. Du bist krank, Martin. Nein, Hasso. Lass ihn ruhig. Das riecht wirklich lecker. Karl, du wirst doch nicht auch. Das ist Frauchens Zeug. Ach komm, wollt ihr das wohl lassen? Spiel dich nicht so auf. Komm her und trink mit. Für den fetten Hund. Na gut, aber nur ein. Der Kater ist genauso fett. Egal. Thank you.
Das ist so der Moment, an dem mein Filmriss anfängt. Naja, du und Martin habt dann um die Wette gesoffen. Du musstest dich übergeben. Dummerweise über dem Strickzeug und dann seid ihr gröhlend durch den Wohnzimmerschrank getrampelt und habt alles aus den Vitrinen rausgeholt, was ihr finden konntet. Frauchens Videokassetten mit den nackten Menschen vorne drauf habt ihr mit dem Wasser aus den Vasen übergossen. Oh, ich glaube, das muss lustig gewesen sein. Ich musste danach jedenfalls dringend mein Geschäft machen. Naja, wie kommst du nun darauf, dass Martin ermordet wurde? Der Whisky. Er roch nach Mandelöl, weißt du noch? Ja, und? Blausäure. Was? In dem Whisky war Blausäure. Blausäure? Ja. Du willst mir allen Ernstes sagen, dass der teure Single Malt Whisky mit Blausäure versetzt war, um Martin zu töten? Nun ja, nicht nur unbedingt Martin, aber die anderen Gäste von Frauchen, die auch immer hier auf den Boden fielen, nachdem sie hier zu Besuch waren. Ach so, ja, genau, das macht Sinn. Genauso, dass wir beide, die das gleiche wie Martin getrunken haben, überlebten. Hä? Komm, vergiss es, Hasso. Lassen wir endlich die Leiche verschwinden. Du bist immer so gemein, wenn mich ein Geistesblitz beschäftigt. Ach ja? Apropos beschäftigt. Wo hast du eigentlich vorhin dein Geschäft getätigt? Naja, da wo noch genug Platz war. Wo? Bei dir? Das glaube ich jetzt nicht. Au! Au! So ein riesiger Haufen! Nicht so laut. Wir wollen doch jetzt die Maus verschwinden lassen. Oh mein Gott, und wie das riecht! Wie kann so ein kleiner, fetter Mops so einen riesigen, cremigen Haufen direkt am Eingang platzieren? Wo wolltest du Martin doch gleich entsorgen? Tja, das Klo scheidet ja nun völlig aus. Oder möchtest du gerne? Ich? Nein, danke. Es hat schon Mühe gemacht, mich aus der Öffnung zu zwängen. Erspare mir die Details. Hey, ich habe eine Idee. Bist du sicher, dass die Mikrowelle ausgerechnet das Richtige ist? Ich meine, das sieht Frauchen doch sofort, wenn sie die Klappe aufmacht. Nicht, wenn wir das Gerät jetzt einschalten. Du willst ihn grillen? Oh mein Gott, warum das denn? Warum? Damit er sich in seine Bestandteile auflöst, verstehst du? Dann ist er nicht mehr da. Wir kriegen keinen Einlauf, weil wir Frauchen nicht erklären müssen, dass die Maus uns besoffen gemacht hat. Und, ja, ach, ist doch jetzt auch egal. Ich will jetzt sehen, wie sein Körper Blasen schlägt. Ja! Ach, du bist einfach nur krank, weißt du das? Hey, er ist eine Ex-Maus. Das waren deine Worte. Es wird ihn nicht jucken, wenn er explodiert. Na gut, bringen wir es hinter uns. Dann... Hey, wo bin ich? Mein Kopf. Was ist das für ein Ort hier? Hey, Hilfe! Lass mich hier raus! Mir wird auf einmal so heiß. Lass mich raus! Da! Schau, an der Scheibe ist Martin. Er ist gar nicht tot. Was? Schnell, mach die Mikrowelle aus. Oh nein! Wie? Ich weiß nicht wie. Ich warte immer, bis die verdammte Zeit um ist. Und das ist in 20 Minuten. Ah, macht auf, ihr Schweine! Drück den verdammten Knopf. Es geht nicht. So eine Sauerei, wenn ich diese beiden zu fassen kriege. Karl, Hasso, hört ihr mich? Ich komme und dann hole ich euch. Und dann drehe ich euch den Hals um.
Schön langsam. Vielleicht war die Mikrowelle doch keine so gute Idee. Na, aber klar war das eine gute Idee. Sonst hätten wir ja gar nichts mehr zu essen bekommen. Hast du wirklich keinen Appetit? Nein, der ist mir gründlich vergangen. Nun hab dich nicht so. Ich habe extra genügend Dosen für uns reingepackt. Das ist auch das Geringste, was du hättest tun können. Um mein Haar wäre ich mausetot gewesen. In der Tat. Allerdings hätte ich nicht die Reaktion der Dosen auf die Mikrowelle erwartet. Wo geht sie denn jetzt hin? Doch nicht etwa? Doch. Karl! Du hast doch bestimmt das ganze Mandelöl auf dem Teppich verteilt. Zusammen mit dem ganzen Whisky. Na warte, wenn ich dich erwische. Einfach ignorieren. Oh. Oh. Jetzt geht sie ins Badezimmer. Oh nein! Was ist denn das für ein riesiger Haufen im Katzenklo? Hasso! Komm sofort hierher! Oh weia! Wenn Frauchen ruft, dann muss ich wohl hin. Ach herrje. Wir zählen auf dich, Hasso. Ja, Hasso, du schaffst das! Danke, Freunde. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Ich gebe ihm 2 Minuten. Ich setze auf 1. Wette gilt. Wie dem auch sei, es trifft nicht den Falschen. Die Sprecher: Martin Otto Wertsch, Hund; Robert Kehrig, Katze; Andreas Hegewald, Maus; Jennifer Tutlis, Frauchen. Artwork und Cover: Herbert Ahnen. Schnitt: Yvonne Harimesch und Falco Diekmann. Musik: Sascha Kubert. Retrospektive Harfe: Jan Schröder. Skript: Michael Gerdes.